Wo seid ihr? Da seid ihr. Tim, Tim. Immer so 1, 2, 3, 4 zur Zeit. Roboter ein bisschen machen lassen und dann passt das schon. Jo. Apropos Roboter machen lassen. Rote Chips sind da. 600 rote Chips sehe ich. Das heißt, ich kann wieder anfangen, blaue Chips zu verballern. Sehr gut. Dann habe ich auch nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Roboter so hin und her scheuche. Weil es werden ja immer bessere Roboter. Und die sind dazu da, hin und her gescheucht zu werden. Dun, 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 dun. So fühlst du immer nur ein, zwei Stück auf einmal. Jo, ihr schafft das schon. Chaka. Ich hätte gerne mehr blaue Chips. Danke. Aber es hilft jetzt nicht wirklich dabei, dass wir so wenig Eisenplatten haben. Nö. Tut's nicht. Oh, Kacke. Wir haben es gerade Nacht, ne? Ja, haben wir. Okay. Ich brauche definitiv einen größeren Akkupark. Wir sind auf 3 Gigajoule runter. Das wird richtig haarig, wenn ich irgendwann die Steam Engines abbaue. Ja, das hier muss erweitert werden. Ach genau, wir hatten ja dieses Mini-Projekt hier mit dem See. Nicht den See, nein. Den See sollte ich nicht einfach so zukippen. Und ich brauche mehr Landfills. Krass. Bitte gib mir kleine Landfills, falls du die auch noch hast. Stell bigger Landfill her. Stein kommt, sehr gut. Hätte vielleicht darauf achten sollen, was das Ding mir gesagt hat, wie viel Landfill ich brauche. Passt doch gar nicht so groß aus, das Ding. Langsamer wegschnappen hier. Gefühlt habe ich jetzt ein Drittel oder so der Roboter ersetzt, wenn überhaupt. Und das ist doch ein Ticken größer, als ich dachte. Okay, dann halt etappenweise da. So. Zack. Sehr gut. Bitte abbauen. Alle Bäume. Alle Bäume. Komische tote Bäume. Noch mehr tote Bäume. Und dann... den einbauen. So, das können sie nicht zerstören, ja. Weg. Und weg. So. Hier haben wir Roboabdeckung, richtig? Gut, das heißt, hier könnte ich, wenn der Baum da weg ist, was ich jetzt kurz von Hand mache, was soll's, das Ding so nehmen. Und erweitern? Ne. Ich mach das Ding neu. Ich mach das einfach hier mit. Dann habe ich nicht das Problem mit der Platzierung. Also setz die dahin. Die dahin. Die dahin. Wir werden eh nicht genug von den Solar Panels haben, uns alles zu setzen. Hab ich noch Akku? Achso, die freilassen. Habe ich noch Akkus? Gucken wir uns das bei Strom. Blinkt irgendwo was gelb? Nö. Na gut. So, dann hätte ich gerne Landfills hier. So. Das hätte ich gerne noch zu. Hier das Muster erweitert und da alles mit Solarpanels voll. Und so auf der Höhe hier. Ja. Das dann bis da rüber und dann bis da hinten hin, dass es auch ein bisschen eckiger ist. Dazu brauche ich nur wieder mehr davon. So. Das Muster mit dem kann weg. Dafür hätte ich ganz gerne wieder das Muster hier. Zack. Keine Roboabdeckung. So. 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 Der hier muss auch noch weg.
So ein bisschen Friemelarbeit. Die Tanks, die sind proppevoll. Das ist super. Oh. Was macht ihr da mit dem Stein? Achso, das wollt ihr zu mir bringen. Das ist nett von euch. Zack. Gott. Ich darf jetzt nicht aus Versehen die da oben. Oh. Ja, wir haben nicht genug Labore. Das ist richtig. Weil die haben wir nicht automatisiert. Und ich werde keine Labore automatisieren. Reißt bitte das hier ab. Dann müsstet ihr genug Labore haben. Kisten war auch noch ein etwas anspruchsvolleres Projekt. Also nicht wirklich für mich anspruchsvoll, ist jetzt einfach nur Kisten. Aber die Roboter werden eine ganze Weile damit zu tun haben. Das heißt, wir bräuchten jetzt die da. Sieht dann folgendermaßen aus, dass sie alles hier hin und her schiffen. Und die großen Kisten, die ich dadurch gewinne, setze ich hier oben ran. Und das wird unser neues Zentrallager werden. Einmal hier rum. Und wieder zurück und dann wieder so. Ganz, ganz viele Kisten. Das ging schneller, als ich dachte. Weg, weg. Düpp, düpp. Ja, das wird die... ziemlich auslasten. Lass die frei. Baut sie neue. Abgefahren. Tierisch abgefahren. Und hier mehr davon. Gut, die sollte ich in Ruhe lassen. Stahl? Ich sehe Stahl im System. Ich sehe Plastik im System. Ich glaube, ich habe es geschafft. Also nach fast 4 Folgen habe ich die Sachen vorgenommen, die ich vor 4 Folgen gesagt habe, was ich machen wollte. Also Stahl, Plastik und Öl allgemein. Krass. Krass, krass, krass. Ihr seid auch voll. Super. Wie hat sich das mit dem Balancing ausgewirkt hier bei dem Petroleumgas? Das ist schon wieder fast voll. Die kommen immer noch nicht hinterher. Das ist nicht gut. Das heißt, wir brauchen noch mehrere davon. Bau bitte noch ein Chemical geplant. Können wir dich nicht? Nee, können wir nicht. Wo bist du? Da bist du. Ja, stehst hier ganz schnell im Weg. Vor allem, weil wir jetzt das auch wieder... so machen müssen, da keiner durch kann. Das ist super. Ja, dann mach gleich ganz zu. So. Wasser fehlt jetzt noch. Dahin, dahin. Wasser. Und du splittest bitte auch leicht Öl zu das da und auch mit Speedmodulen. Und dann kommt dabei das da raus. Von da nach da. Von da nach da. Und dahin. So. Gefühlt macht das immer noch nicht sehr viel. Weil wir inzwischen solche Massen an Leichtöl, Schweröl und so weiter herstellen, dass die 6 Dinge, die hier umgewandelt werden, fast gar nichts ausmachen. Was ein bisschen ärgerlich ist. Gut. Bauen mehr blaue Roboter. Oh, wenigstens wird hier alles instant abgepumpt. Ich bin echt versucht, noch 2 Tanks hier runterzusetzen, aber das ist keine Lösung. Das bringt nicht wirklich irgendwas. Das schiebt das Ganze nur auf. Wenn ich keine Fuelblocks mehr bräuchte, könnte ich die hier alle benutzen, um aus Leichtöl Petroleumgas zu machen. Dafür bräuchte ich aber die Monsterfarm erst, damit ich die Knochen bekomme, damit ich daraus Charcoal herstellen kann und die gesamte Befüllung von den Steam Engines, die wir ja noch brauchen, mit Charcoal zu machen. Klingt aber interessant. Hat mir ja auch schon seit einer Weile vorgenommen. Ich könnte also demnächst die Monsterfarm machen. Dafür bräuchte ich aber erstmal wesentlich mehr Topaz-Türme. Wobei, brauche ich dafür wirklich Topaz-Türme? Eigentlich würden auch die normalen Türme reichen. Ich muss nur dafür sorgen, dass sie halt nicht auf die Spawner schießen.
Das wird eh ein ganz schönes Hackmeck, das fein zu tunen. Und ich werde Tungstenmauern brauchen, also baue die schon mal. Und wo wir gerade bei den Topaz-Türmen sind, huh? Baue die Topaz-Türme. So. Ja, und ich reiße die jetzt einfach nochmal ab und setze die nochmal hin, um mir wieder eine 1-2 Folgen zu erkaufen. Mehr kann ich da erstmal nicht machen. Also ja, ich kann jetzt die noch schnelleren Speed-Module reinhauen. Aber das sind halt nur 2 Fabriken. Das wird nicht so viel ausmachen. Ding, ein ganzer Stack. Schick, 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 schick. Gucken wir mal. Crafting Speed 2,5. Nein. Crafting Speed 2,75. Ja, genau das meine ich. Den Beacon könnte ich jetzt hier hinsetzen. Also dazwischen, wenn er passen würde. Aber ist auch nur Friemelkram. Ne, ich denke, ich lasse es so, wie es ist. Vorerst. Aber das ist definitiv noch ein größeres Problem, das wir in der Zukunft angehen müssen. Ich hätte vielleicht den Mod wieder raufpacken sollen mit den Flüssigkeiten, dass wir die Flüssigkeiten auch in, also alle Flüssigkeiten in Fässer transportieren können und nicht nur Rohöl. Den könnte ich einfach irgendwo außerhalb eine kleine Station machen, die wirklich nur dafür da ist. Also hier irgendwo. Ganz viele Chemical Plants, die alle nur dafür da sind, Leichtöl zu Petroleumgas zu machen. Und die Petroleumgasfässer werden dann nur angeliefert, wenn nicht genug Petroleumgas in den Tanks ist. Sowas in der Richtung. Das wäre ziemlich elegant. Was mit euch? Immer noch kein Tin. Ja, ja. Wie war das mit den besseren Mining Drills? Ich hatte jetzt ein paar Arbeit gegeben. 6 Stück habe ich davon schon, ja. Was fehlt hier? Blei. Führt nichts drum rum. Ich muss eigentlich losziehen und Ressourcen bekommen. Also zum Beispiel... Oh, Kristall, Kristall. Nee, Silber. Ich brauchte nur wieder eine Stromanbindung. Und ich bräuchte eigentlich ganz viele Giftkapseln. Ich will den ganzen Wald nicht mehr hier haben. Da stecken sich bestimmt ganz viele tolle Sachen drunter. Also ja, ich kann auf der Minimap gucken, aber ich kann die Farben nicht auseinanderhalten. Und viel zu klein. Das da könnte was sein. Aber ja, bis hier oben Strommaste hinbappen, ist auch nicht so das Wahre. Silber. Tin, ja. Das ist... Von Hand? Ne. Ne, 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 ne. Also, da oben ist Tin, das hätte ich ganz gerne. Boah, das ist echt eine Strecke. So. Ja, besser. Weil genau hier laufen die nämlich immer alle durch. Da soll ich das nicht unbedingt machen. Tungsten. Das Tungsten hätte ich auch ganz gerne. Machen wir ganz kurz das Tungsten hier weg. Zack. Achso. Reichweite und so. Das geht jetzt richtig flott. Sehr schön. Wobei. Achso, ist nicht verbunden mit dem anderen Roboternetzwerk. Habe ich Platz im Inventar? Nein. Das ist der Nachteil von diesem neuen Leichenaufsammelding. Er sammelt die Leichen auch immer auf. Egal, ob ich das will oder nicht. So. Aber gut, das Spiel kann nichts dafür, dass ich so ein Messi bin und alles aufsammle. Brauche ich auch nicht. Brauche ich nicht. Kleines Storage Chest brauche ich nicht. So. Die ganzen Kristalle brauche ich eigentlich auch gerade nicht. Das wird ja alles jetzt automatisiert mit der Munitionherstellung. Das ist gut. So. Du bist fertig. Strom sieht wieder nicht gut aus, aber das lässt sich nicht ändern. Mitkommen. Was bist du? Stein, ha? Huh? Ja, nee, Stein muss ich nicht unbedingt abbauen.
Ardite auch nicht. Ardite und Kobalt haben wir richtig viel. Weil es halt nicht so viele wichtige Sachen hat. Oh, Silber brauchten wir für was? Das nehme ich mal kurz mit. Das ist jetzt gefährlich, oder? Jetzt mal dahin. Schon mal die richtige Waffe nehmen. Ist ja nicht viel Silber. Aber ja, das ist gefährlich. Hier sind ziemlich viele grüne und lila Viecher bei. Und hier wird der 6er Drill eigentlich recht schick. Weil dann halt auch das Silber mitnehmen könnte und das Silber und... Oh nein. Super. Super, 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 super. Nicht meine Stange anknabbern. Danke. Oh, warte mal, ich da noch ein paar mehr Türme gebaut, ne? Nimm, 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 nimm. Da. Ja, töten. Strom? Es geht eigentlich. Ja, wir brauchen gerade mehr als alle unsere Schmelzen zusammen. Obwohl diese recht viele Speedmodule haben. Aber es ist noch machbar. Was haust du da gerade? Du haust die stabile Mauer neben dem schwachen Tor. Das ist sehr entgegenkommend von dir. Da ist eine Königin, kann ich mit der machen. Ups. So, also von dem Silber halte ich mich lieber erstmal fern. Hm? Gut, wir wollten ja eh zum Tinnen, das ist okay. Oh, Tungsten. Ja, ich lasse mich leicht ablenken. Tungsten, da, 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 da. So. Go. Aber es sieht schon mal gut aus. Apropos Tungsten, ich wollte weiter Mauern bauen für die Monsterfarm. Die Monsterfarm werde ich, glaube ich, wirklich in den nächsten Folgen angehen. Ich muss mich nur ein bisschen vorbereiten. Und zwar erstmal genug Tungsten haben, um komplett einmal in einem recht großen Abstand zur Basis einen Rahmen rumzuziehen. Hinter dem Rahmen kommen dann, ich weiß noch nicht, welche Türme. Weil die dürfen halt nicht reichen bis zu den Spawnern selber. Aber sie müssen auch in der Lage sein, sobald irgendwas spawnt, das gleich anzugreifen, um einen Angriff zu provozieren. Wird friemelig werden. Aber ein interessantes Projekt, definitiv. Du da. Geh mal in den Bereich davon. So. Go. Ah, das ist viel zu wenig hin. Oh, hier ist schick. Kann ich schon mal vorbereiten. Geh mal. Dahin. Da auch. Und was haben wir da? Kristalle, ja? Ja, Kristalle werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Wobei, die sind ziemlich schwer zu transportieren. Das heißt, eventuell baue ich den Drill hier auf und nehme nur die Topase mit. Also nur die richtigen Topase, nicht das Useless-Zeug natürlich. Das wird ziemlich... Oh. Inventar voll. Ja. Königin sollte ich schon mitnehmen. Okay, ab nach Hause. Aber das sollte ich zwischendurch weitermachen. Ist zwar ehrlich gesagt ein bisschen nervig, dass ich jetzt losgehen muss und diese Sondermetalle suchen muss, nur um meine... Nicht hier. Nur meine Fabriken weiterlaufen zu lassen. Aber sofern ich nicht in absehbarer Zukunft 3, 4 neue 6er-Drille habe, geht es halt nicht anders. Stopp. Die wollen mich mit Sachen zustopfen. Lauf. Weg, weg, weg. So. Silbertin, das ist alles okay. Das heißt, bau jetzt bitte die da. Bau weiter das da. Dann schnappe ich mir jetzt schon mal ein Stack Türme. Die da. Für sich werden nicht reichen. Ja. Mehr, 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 mehr. Ich könnte das erstmal bei so einem Einer-Spawner testen. Dem da zum Beispiel.
Dann wird aber nicht so viel bei rumkommen. Weil ich muss die Monsterfarm auch so gestalten, dass sie genug Chitin und Knochen produziert, also eigentlich nur Knochen produziert, um unsere Steam Engine zu versorgen. Wobei ich von den Steam Engines ja langfristig auch weggehe. Also geht es dann nur um die Kristalle, richtig? Solange wir überhaupt irgendwas reinbekommen, ist es besser als gar nichts. Also muss ich mir überlegen bis zur nächsten Folge. Entweder benutze ich so eine kleine, dann würde mein Tungsten-Mauervorrat fast reichen. Oder ich gehe gleich nochmal größer. Aber um so eine Basis hier abzudecken, musste das wirklich ein Rahmen sein in dem Abstand. Aber wenn ich näher rankomme, dann greifen die Viecher mich sofort an. Und die beiden Basen müssten weg. Und ich will unbedingt hier einen 6er-Drill hinstellen. Es wird gut abgehen.